sind wir für Sie an den Mikrofonen, Frank Buschmann und Manni Breukmann. Herzlich willkommen im Stadion. Petrov. Ja, gleich geht's los. Frank, was glaubst du, was wird heute passieren hier im Stadion? Also für mich ist das völlig offen. Ich kann definitiv... Die Fans fragen sich, wie wird der Unparteiische entscheiden? Jetzt schießt er. Und er ist drin. Wie sagten wir früher im Radio, was für ein herrlicher Treffer. Ja, aber schau dir das nochmal an, wie nah der da unten am Pfosten einschlägt. Super. Ja, das ist wunderbar gemacht. Und der ist absolut unhaltbar. Perfekt ins Eck. Wunderbarer Schuss. Ein Bonlauer. Der Ball ist frei. Jeder kann ihn haben. Und jetzt hat er die Chance. Aaron Lennon. Van der Vaart. Eine gewagte... Tja, davor muss man nicht unbedingt zittern als Torhüter. Und Eckball gibt's. Achtung, Kopfball. Und weiter heißt es, aufgepasst. Schöner Pass. Ach nee, das ist... Naja, er hat es halt mal versucht aus dieser Distanz. Jetzt ist das Spiel unterbrochen. Der Schiedsrichter sagt Handspiel. Muss er denn da die Hand nehmen? Ich glaub's nicht. Modric. Der macht sie nicht selber rein. Er bereitet sie vor in unnachahmlicher Manier. Klare Entscheidung, Ecke. Da sind die Fans entsetzt. Nach dieser Ecke kriegt sofort der Gegner wieder den Ball. Einwurf. Modric. Flanke wie aus dem Lehrbuch. Und der Angriff ist erstmal gestoppt. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Wo wird der Trainer zufrieden sein nach dieser Abwehraktion? Adebayo. Sehr gute Flanke. Schuss und... Ja, sie lagen hinten, aber jetzt ist alles wieder möglich. Ausgleich! Ein solches Kopfballtor, das siehst du auch nicht alle Tage. Guck dir das an. Unfassbare Technik. Klasse. Klasse erwischt diesen Kopfball. Druck hinter die Kugel gebracht, aber glänzend pariert. Und Achtung, genau hingeschaut. Er attackiert ihn, er will den Ball. Und er trifft! Bayer, das war schon sein zweites Tor. Heute will er es aber wissen. Schauen Sie sich diesen Lauf noch einmal an. Über das halbe Feld und dann am Ende auch noch die Kraft gehabt, um das Ding zu machen. Handspiel unterbunden vom Referee. Da hat er gar kein großes Theater drumherum gemacht. Er verwandelt ihn sicher, den Elfer. Manni, und genau so musst du einen Strafstoß schießen. Ein herrlicher Treffer, das war der Ausgleich. Und das wird jetzt hier eine ganz packende Begegnung, da dürfen wir sicher sein. Adebayo. Petrov.
Foul. Ja, Freistoß gegen Toppner. Und da gibt es die rote Karte und das an dieser Stelle. Völlig überflüssig. Also da muss er natürlich überhaupt nicht reingehen. Da kann er sich aus dem Zweikampf raushalten. Toller Pass. Das haben wir heute schon ein paar Mal von ihm gesehen. Entschlossen geht er dazwischen. Diese Flanke ist überhaupt kein Problem für die Abwehr. Modric. Kein Problem für den Keeper. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Jetzt sieht er ab. Tor! Ob sie da wohl geistig schon beim Pausentee waren, der ja meistens Pausenmineralwasser ist? Ja, das wirkt zumindest so, als hätten sie schon abgeschaltet. Und wenn der Gegner dann noch wach ist, dann passiert's. Wunderschön, diese Hereingabe. Eine super Flanke. Also da muss man ein Tor rausmachen. Da war eine Menge Spaß und Action drin in dieser ersten Halbzeit. Und fünfmal hat es eingeschlagen. 3:2 ersten Halbzeit. Ja, zum einen, weil man sich hier sicherlich nicht einig ist, ob er berechtigt war. Und zum anderen, wie wird die dezimierte Mannschaft jetzt taktisch agieren in der zweiten Hälfte? Und der Unparteiische pfeift die zweite Halbzeit an. Van der Vaart. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Da liegt er frei rum, der Ball. Holt ihn euch. Aaron Lennon. Überraschende, schnelle Pässe, die müssen es sein. Dann tut sich auch die Lücke auf. Super von außen reingespielt. Und was für ein Tor! Was für ein Tor, liebe Fußballfreunde! Volley reingesemmelt! Unfassbar! Hoch die Tassen! Und das ist genau die richtige, eine fantastische Flanke. Da hatte die Abwehr überhaupt keine Möglichkeit einzugreifen. Emil Heskey. Was für eine klasse Tat. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Ja, will er aus die... Den holt sich der Keeper. Da musst du kämpfen um den Ball. Dann hast du ihn auch. Aaron Lennon. Die Flanke kommt gut. Der Schiedsrichterassistent zeigt sofort an, das war nur Einwurf und nicht etwa Eckball. Es wird nochmal gewechselt in dieser zweiten Halbzeit, in der sie bis jetzt keinen guten Eindruck gemacht haben. Eine Auswechslung soll den Umschwung bringen.
Gefährliche Flanke. Der könnte passen. Die Situation wurde geklärt. Ein sehr schöner Pass. Klasse Abwehrarbeit, gutes Stellungsspiel und den Schuss abgeblockt. Und jetzt der schnelle Angriff, das wär's doch. Van der Vaart. Modric. Da, ja, da sind sie nicht durchgekommen gegen den blockierenden Abwehrspieler. Eckball. Können die da was draus machen? Es gibt so Tage, da geht überhaupt nichts zusammen. Heute haben wir einen solchen. Das wird sich der Trainer denken. Und der Ball ist drin! Das ist sein zweiter Streich heute. Und wir sind gespannt, ob er nochmal zuschlagen kann. Das war einfach ein super Eckball. Hatten. Modric. Van der Vaart. Richard Dunn. Da wird er vom Ball getrennt. Tolle Flanke. Konzentriert sich auf diesen Eckball. Ja, muss das denn wirken? Toll, wie er das macht. Und der Ball ist völlig frei. Erneut eine Ecke. Da wird der Ball abgefälscht und geht ins Aus. Modric. Und der Unparteiische lässt das Spiel weiterlaufen. Selten, sehr, sehr selten habe ich eine so schwache Abwehrleistung gesehen. Gute Flanke. Spielen wir nach Regeln oder was? Freistoß natürlich. Agbonlahor. Gut abgefangen hat er da den Ball. Ein wunderschönes Zuspiel. Kopfballchance. Ja, er kann durchaus gute Ecken nach innen bringen. Gucken Sie sich das an, das ist das Eckballverhältnis. Etwas ungleichmäßig verteilt, die 7 Tore. Endergebnis 5:2. Haben Sie jetzt gewonnen, weil Sie mehr Spieler auf dem Platz hatten, Buschi? Ja, also für mich war das schon der ausschlaggebende Aspekt. Das war ganz klar die Entscheidung. Das war doch ein super Fußballspiel, was wir da gesehen haben. Da kann man sich beruhigt in den Feierabend verabschieden. Mein Name ist Manni Breukmann. Tschüss, bis zum nächsten Mal.